Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Goldtagebuch-Video präsentieren. Mittlerweile ist es wieder insgesamt 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal unseren Postkasten ausgeleert hatten. Und ja, da hatten wir einiges an Gold wieder drin und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was so alles an Kohle reingekommen ist. Der Zeitraum ist eigentlich ein relativ idealer. Es hat damit begonnen, dass man diese 2 62er epischen Teile herstellen konnte. Dann war der erste Schwung an Legendary Pieces, also 292, sind die 92, 91, ich glaube 91 sind sie, ne? Genau, 291. Und dann ist in dem Zeitraum auch noch drin der zweite Schwung an 291er Teile. Also wir haben quasi 3 Peaks an, ja, großen Goldquellen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir waren vor 4 Wochen stehen geblieben bei insgesamt 103 Millionen Gold. Zusammengesetzt hat sich das aus 25,7 im Main Account und 77 Millionen im Second Account. Wir haben jetzt noch über, kann ich euch kurz mal zeigen, Moment, machen wir das mit dem Vollbild. So, jetzt haben wir auf dem Main Account nach den ganzen Investitionen noch 11 Millionen über. Liegt aber daran, ich habe mehr als diese Differenz, ne, was sind das, 14 Millionen ausgegeben. Ich musste x-mal das Gold blöderweise aus dem Postkasten hier auf Blackmore rausnehmen und wieder neu investieren, bestimmt 5-6 Mal, also kam der Zyklus durch. Ich will ja eigentlich bei Möglichkeit das immer drin lassen, aber das ging einfach nicht, weil ich so einen riesen, ich habe wahrscheinlich auf Blackmore insgesamt 50, 60 Millionen Gold einmal wieder im Kreislauf durchgeschaffelt, weil die Hashtag-Kosten einfach so hoch waren am Anfang, dass das leider nicht möglich war, aber wir können einfach trotzdem gleich gucken, was wir dann am Ende an Gewinn haben. Und auf den Second Account gucken wir, da sind jetzt von den 77 Millionen noch 11 über. Heißt, von den 103, die ich anfangs hatte, habe ich jetzt noch 23.000, Pi mal Daumen, paar hunderttausend hoch oder runter, ne? Aber so Pi mal Daumen heißt Milchmädchenrechnung, haben wir 80 Millionen Gold aktiv verbrannt oder besser gesagt investiert. So, jetzt schauen wir mal dann in die Postkästen rein, was wir rausgezogen haben. Ich würde sagen, wir fangen mit Main an auf Blackmore und ihr seht, hier sind jetzt 766 Mail-Sachen drin. Wie gesagt, ich musste, weil ich nicht genug Gold an sich auf Blackmore hier hatte, das immer wieder rausholen. Ich würde jetzt mal schätzen, hätte ich es nicht rausgeholt, wären bestimmt hier 1500 bis 2000 Mail-Sachen drin, ne? Aber gut, dann hätte ich nicht weiter craften können und dann wäre es RIP gewesen. Was hatte ich auf Blackmore vorher an Gold? Ich würde so sagen, so um die 15 Millionen hatte ich. Heißt, dass wir auf den Break-Even-Point kommen, müssen wir jetzt aus dem Postkasten rausziehen, 15 Millionen oder am besten mehr. Schauen wir mal, ob das drin ist. 3 Millionen sind jetzt auf der ersten Seite und ich würde sagen, wir starten los. Ihr seht im Chat hier nebenbei, kriege ich schon wieder ein paar Sachen verkauft. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier den Postkasten mal auf, schauen, wie viel drin ist. Und ich erkläre euch so ein bisschen, was ich da mit dem Char verkauft habe. Also, ich habe einmal hergestellt die Legendary-Teile, die neuen, die 291er-Items. Und zwar sowohl beim Lederer alle Lederteile und alle Kettenteile, ne? Da kannst du ja beides herstellen. Wir können jetzt auch vielleicht mal hier einmal, na gut, das macht's das zu. Das ist natürlich blöd. Schieben wir es mal so ein bisschen rüber. So, genau, jetzt sieht man da vielleicht nochmal ein bisschen was. Genau, ich kann sowohl alle Rang 4 Kettenteile als auch alle Rang 4 Lederteile herstellen. Und hier ist es ja so, dass man mit diesen Essenzen die Sachen upgraden kann, ne? Es gibt dann das Rudiment des Ursprungs, damit kann man es quasi um 2 Stufen hoch upgraden, also von 4 auf 6. Und mit dem Rudiment der Ewigkeit, das ist das Neue, kann man es quasi auf 7 upgraden und dann die 2 91er Legis herstellen. Das habe ich, wie gesagt, mit allen Kettensachen gemacht und mit allen Leder-Items. Zusätzlich habe ich dann auch noch Schmied mit dem Char, heißt, ich habe dann dementsprechend auch nochmal alle Plattensachen da herstellen können und ja, zusätzlich habe ich dann natürlich auch nochmal andere Sachen hergestellt und zwar die 233er normalen Craft-Items und die 262er teilweise auch mit so einer extra Verzauberung noch mit drauf. Gut, er nimmt jetzt gerade nichts mehr raus, seht ihr, wir sind jetzt schon am Cap 9.999.000. Und wir haben jetzt noch 500 Sachen drin. Ihr seht, hier sind allein schon mal 7 Millionen. Ich denke mal, Break-Even ist easy erreicht. Easy. Wir haben jetzt schon mal einmal Cap im Inventar und nochmal 7 Millionen im Postkasten. Und da sind ja nochmal dann 441 Mails. Okay, also wir haben auf jeden Fall dick Plus gemacht. Das freut mich schon mal. Jetzt müssen wir das Gold umlagern. Und jetzt kommt aber eine andere Problematik rein. Ich habe hier auf dem Server nur
zwei richtige Chars und einen Testchar. Ich denke mal, wir werden das Problem kriegen, dass wir zu viel Gold haben. Klingt komisch, ist aber so. So, dann schicken wir jetzt hier einmal ein Cap auf meinen Loadchar. Jetzt muss ich kurz gucken, dass es nicht der falsche ist. Nicht, dass wir ein Cap irgendwo anders hinschicken. So, das ist schon mal weg. Gut, also erstes... Halt, hat das nicht geklappt? Ah, nee, das geht nicht ganz. Ich habe nicht ganz hier Cap. Moment. 9999. Dann machen wir halt 00000. Okay, dann haben wir noch die 600 Gold über. So, okay. Also erstes Cap ist schon mal weg. Dann schauen wir mal, dass wir das zweite Cap hoffentlich noch rausholen. Ihr seht hier, hier sind halt 7 Millionen drin, weil hier diese ganzen höheren Beträge sind. Am Anfang, seht ihr, habe ich teilweise Legendaries für 150.000, 250.000 verkauft. Das waren so die ersten Tage, da gingen die Legendaries für richtig, richtig viel Asche weg. Ja. Da hast du auch teilweise Gewinnspannen von 100-200% noch gehabt. Gut, es waren auch die Essenzen wesentlich teurer. Also vielleicht um so ein bisschen einen Rückblick zu bieten, hier auf Blackmoor und auch auf Antonidas waren die Essenzen teilweise für, lasst mich nicht lügen, ja, für 30, fast 40.000 Gold drin. Mittlerweile sind wir wieder runter. Ich glaube, hier auf Blackmoor sind wir jetzt so bei zwischen 10.000 und 15.000, also bei weniger als der Hälfte. Und die Tendenz ist jetzt fallen. Jetzt ist auch die zweite Welle weg mit den zweiten Legendaries. Und jetzt merkst du, die Leute haben mittlerweile genug. Ich wollte eigentlich mal selber hergehen und diese Legendary-Sensen farmen. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht zugekommen. Erstmal, weil ich ziemlich im Craft-Market unterwegs bin. Und ich mache ja eigentlich Collector-Content. Und das ist immer sehr, sehr zeitaufwendig. So, jetzt haben wir die Problematik. Da seht, dass ich jetzt das zweite Cap hier drin habe. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie ich es mache. Ich glaube, ich bin am Char-Cap. Tja, wie meine ich das jetzt am besten? Ich könnte es auf den Testchar rüber schicken, ne? Das möchte ich aber eigentlich ungern machen. Weil diese Testchars sind immer nur temporär verfügbar. Und wenn die Zeit ausläuft, kannst du nicht mehr auf den einloggen. Wenn dann ein Goldcap auf dem Testchar ist, dann ist halt RIP. Das andere, was ich jetzt machen könnte, ich könnte das jetzt auf meinen, auf meinen anderen Char rüberschicken und sobald ich das Zeug wieder durchwurschtel, also wieder vercrafte, dann würde das... Komm, das machen wir so. Dann hat er das einfach im Briefkasten und ich schicke das vielleicht später wieder rüber. Oder die Tage. Moment, dann machen wir das mal so, dass ich jetzt einmal auf dem... Machen wir es in kleinen Happen. Machen wir es einmal in... machen wir es einmal mit 5 Millionen... Schicken wir zu dem rüber. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen was raus und dann schicken wir nochmal 5 Millionen rüber. Schauen wir mal. So ist es wahrscheinlich am besten. Auf Antonidas habe ich die Problematik nicht, weil ich da über 20 Chars habe, ne? Da kann ich dann halt einiges an Gold lagern. Aber hier auf Blackmoor, da bin ich halt hingetranst und habe halt leider nur den Main. Ich habe auf Hornseite noch Chars, aber ich habe auf Ali-Seite tatsächlich nur den Main-Char. Und, dann quasi einen Twink, den ich mir ein bisschen hochgezogen habe und sonst halt Testchars. Aber Testchars ist mir immer ein bisschen risky, sage ich euch ganz ehrlich. Da muss man so ein bisschen gucken. Ja, muss ich dann bloß schauen, wie es mit meinem Addon ist. Ich habe da hier Alcoholic, das trackt das so ein bisschen. Bloß wenn das Gold an dem Postkasten temporär drin bleibt, weiß nicht, ob er das dann mittrackt. Das müsste ich dann ehrlich gesagt noch gucken. Mir wird gerade im Stream schon geschrieben, dass ich doch eine Gildenbank erstellen soll. Ja, das wäre tendenziell eine Möglichkeit. Das Problem ist, dann bräuchte ich erstmal diese Unterschriften und so. Und mit Main bin ich ja in der Gilde, da kann ich das nicht mal. Mit dem Twink wäre es eine Möglichkeit, ja. Gut, jetzt sind wir wieder am Cap. Dann schicken wir da halt jetzt nochmal 5 Millionen rüber. Okay. Also halten wir jetzt mal fest, auf dem Twink liegen jetzt schon 5, also 10 Millionen und dann noch 999, also da liegen quasi dann jetzt 20 Millionen auf dem Twink. Ne? Wir haben ursprünglich angefangen mit 15 Millionen vor 4 Wochen, heißt wir haben jetzt schon auf dem Twink allein 20 und auf dem Main nochmal Cap. Scheiße, ich habe nochmal zu viel Gold, das geht ja wieder nicht aus. Oh, ich habe jetzt schon 30 Millionen hier, also das haben wir schon mal verdoppelt. Ich sehe schon, also wir haben gut Plus gemacht, da kann man jetzt nicht motzen. So, jetzt habe ich aber trotzdem, und da sind nochmal 3 Millionen drin. Also dann sind wir jetzt theoretisch auf Blackmoor bei 33 Millionen, ich kann nur 20 lagern. Perfekt, perfekt. Gut, da muss ich mir die Tage noch was überlegen, wie wir das dann machen. Aber irgendwie,
Ja, ich glaube, oder ich gehe mal groß shoppen, keine Ahnung, hau mal ein paar Millionen draus. Vielleicht kriegen wir das Gold auch irgendwie weg. Ja gut, wie viel ist da jetzt noch drin? 3, irgendwas, ne? Oder werte Dame? Also ich dachte schon, dass ich einiges rausziehe, aber dass ich so viel rausziehe, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gedacht. Das jetzt, dann schicke ich nochmal 4 weg, oder? Ja, nochmal 4 Millionen. So, dann nehmen wir das jetzt raus. So. Oder ich stelle auf einen zweiten Account noch Chars. Ich habe da schon noch ein paar Test-Chars. Aber, ja, keine Ahnung. Muss ich mir echt was überlegen. Wie ich das dann noch handle. Also, was haben wir jetzt? Wir haben 24 Millionen jetzt auf dem Twink. Und hier dann auch nochmal fast ein Cap. Ach ja, die Schuhe habe ich, glaube ich, dem aus der Gilde hergestellt. Und hier haben wir auch nochmal 9. Ja, genau. Also 33 Millionen müssten wir jetzt hier Pi mal Daumen haben. Naja, gut. Aus 15 33 gemacht ist nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Mehr als verdoppelt. Gut, das war jetzt der erste Char und der erste Server. Da muss ich dann nachher umloggen auf den Twink. Mal gucken, wie mein Addon das dann trackt. Ob das dann ehrlich gesagt checkt oder ob das dann nicht checkt, dass ich das Gold in den Postkasten habe. Wahrscheinlich wird es eher schwierig. Da muss ich das vielleicht manuell irgendwie zusammenzählen. Oder I don't know. So, jetzt gehen wir mal auf den Char hier. Dann bin ich jetzt hier auf Antonidas. Auf dem ersten Char. Auf dem zweiten Account. Und dort bin ich jetzt quasi auf mein Gammelzeug verkauft. Char nenne ich jetzt einfach mal. Das ist halt alles Mögliche, was so abfällt. Und da habe ich ein bisschen Gold rausgezogen. Ne? Das sind jetzt keine quasi Auktionshaus Craft-Sachen verkauft, sondern das sind halt alle möglichen Mats, die ich nebenbei sammel und die schicke ich halt immer auf einen Char und verkaufe das Zeug. Das ist nicht viel, ne? Das sind jetzt 100 Verkäufe, sind 47k, aber sowas summiert sich halt auch, wenn man das immer mal wieder macht. Ihr seht, das sind alles mögliche irgendwie komische Schenkel von irgendwelchen Viechern, irgendwelches Leder, irgendwelche Seide, teilweise aus alten Expansions, wenn ich irgendwie so Daily-Sachen mache für noch irgendwelche Collectibles, die ich selber brauche, teilweise auch T-Mog, was da dabei ist. Und alles, was von dem Zeug, was ich hier habe, farm ich nicht aktiv, sondern das kommt halt einfach so nebenbei rein, ne? Und manchmal kriegt man auch teurere Sachen tatsächlich verkauft. Ja, das ist so Kleinvieh, macht halt auch Mist. Nochmal 47k. Jetzt können wir, ich kann auch mal zeigen, was ich da noch drin habe. Ihr seht, da ist alles mögliche an Rotz drin. Teilweise auch ewig viel T-Mog. Ich bin kein Fan von T-Mog verkaufen. Also das Zeug zu farmen würde ich niemals machen, aber wenn ich es eh nebenbei bekommen, hau ich es mal ins AH rein, ne? Und vielleicht kriegen wir ein bisschen was verkauft von. Genau. So, dann schauen wir jetzt bei dem einen Twink. Achso, bei dem habe ich nicht mal die Addons eingeschalten. Das ist natürlich wunderbar. Also, was haben wir da jetzt drin? Hier die 10 Millionen. Warte mal. Moment, habe ich mich verrechnet? Habe ich doch mehr Gold rüber geschickt? 10, 20... 30. Oh, es ist doch mehr. Ich habe mich verzählt irgendwie. Ne? Das sind ja schon mal 30 zusammen. Dann sind wir da schon bei 34 und dann nochmal die 9 auf dem Main. Dann sind wir bei 43 Millionen, nicht 33. Ha, ich habe ein bisschen verrechnet. Okay, interessant. Interessant. Jetzt mache ich da mal die Addons nochmal an und dann kann ich mal gucken, ob wir da schon mal zumindest ein bisschen was rausnehmen können. Und ja, dann switchen wir aber erstmal noch weiter auf die anderen Chars, hätte ich gesagt. Sodala, ich habe jetzt meine Addons wieder angeschalten und das eine war ein Bait-Ding. Das war anscheinend, da habe ich das Gold schon rausgenommen. Seht ihr, da ist kein Anhang mehr drin. Es sind doch nur 33 Millionen. Jetzt haben wir schon ein bisschen übertrieben, ne? Also hier mit eingeschalteten Addons sehe ich auch, wo das Gold drin ist. Und dann passt das schon. Gut, jetzt nebenbei habe ich auch nochmal umgeloggt auf einen zweiten Account. Und zwar auf meinem Monk. Und mit dem Monk habe ich einmal Schneiderer und Schmied und da verkaufe ich halt auch wieder selbige Sachen. Ne? Ich habe da auch wieder alle Legendaries auf Rang 4 und kann dann dementsprechend die... Ich sehe, ich habe hier ein bisschen versehentlich zu viel Rudiment gekauft. Also da habe ich jetzt nur 33 über. Theoretisch könnte ich jetzt sagen, die habe ich noch als Sachwerte auch noch zusätzlich an Gold. Theoretisch könnte man auch noch die Sachen, die ich im Auktionshaus habe, an Sachwerten als Plus rechnen. Aber wir rechnen jetzt einfach mal das Raw Gold, weil ich habe natürlich mit den ganzen Chars auch nochmal die ganzen
Sachen im Auktionshaus. Wie ihr seht zum Beispiel, der hat nochmal 18 Millionen an Items im Auktionshaus. Mein Main hat, glaube ich, sogar noch 20 oder 30 Millionen an Sachen im Auktionshaus. Aber wenn wir das dazu rechnen, wird es zu kompliziert. Wir rechnen nur quasi das Gold, was liquide ist, ne? nicht die Sachwerte. Genau. Mit dem, ich hatte auf Antonidas immer etwa so 50 bis 70 Millionen liquide. Das Problem war, auch hier auf Antonidas, was ich bis jetzt noch nie das Problem hatte, musste ich Gold rausnehmen. Eigentlich, der hat nur 500 Verkäufe, der hatte eigentlich wesentlich mehr. Ich habe bei dem Charles immer und immer wieder rausgenommen, das Gold. Und ihr seht, ich bin auf Antonidas runter auf 100.000, also es ist wirklich auf nichts mehr. Aber auf dem anderen Char habe ich die Verkäufe drin gelassen von meinem Hunter und der hat fast 2.000 Verkäufe und da wird das richtig große Gold liegen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir jetzt erstmal, was bei dem noch rumkommt. Wie viele Goldcaps hier rausgehen. Das Gute ist, hier habe ich sehr viele Chars. Hier werden wir das Problem mit Blackmore nicht haben. Mal gucken. Also wie gesagt, bei dem, da sind auch nicht die ganzen Verkäufe drin, die ich hatte, weil ich musste halt leider einfach rausnehmen. Aber ich denke mal auch, 1-2 Goldcaps werden wir bestimmt bei dem rausziehen. Und das große Gold machen wir dann hoffentlich bei meinem Hunter, ne? Der hat dann Juve und Lederer und da ging richtig die wilde Lutze ab. Genau. Was ich leider nicht gemacht habe, ne, was ich sehr, sehr bereue, wo man wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gold hätte machen können, ist diese Legendary-Essenzen, diese Prognonen-Essenz oder wie die auch immer heißt. Ich kann es nicht aussprechen, ich gebe es ehrlich zu. Geht das jetzt hier nicht mit, wenn ich das Gold rausnehme? Okay, irgendwie... Egal, aber wir sehen es ja hier, ne? Können wir das eigentlich wieder zumachen? Die hätte ich eigentlich aufkaufen sollen, diese Legendary Essence, als die günstig war. Ich habe es mir ehrlich gesagt überlegt, ne? Die war ja die ersten, ich würde mal sagen, so die ersten 1,5 Wochen, als der Patch rauskam, sehr, sehr günstig. Irgendwie um den Dreh rum vielleicht, ja, so auf 4 Antonidas und Blackmore 2 bis 5, 6.000 Gold, ne? Wenn ich die in Massen aufgekauft hätte, und ich hatte ja große Goldvorräte, also 100 Millionen hatte ich ja knapp, und die dann geflippt hätte und die später in High Peaks quasi auf fast 40.000 hoch waren, hätte ich es halt für, ja, das 20-fache verkaufen können, ne? Also das wäre, oder zumindest auf jeden Fall fürs 10-fache, ne? Also das wäre halt richtig, richtig krass gewesen. Da habe ich mich aber leider nicht ganz rangetraut, schlichtweg deswegen, weil ich ja schon mal auf die Schnauze geflogen bin mit einem Flip. Ich habe ja schon mal Hornbike geflippt für ein Goldcap und dann hat sich der Preis halbiert und seitdem bin ich mit Flips ehrlich gesagt so ein bisschen vorsichtig. Aber naja, hätte ich es mal lieber gemacht, hätte man einen Haufen Gold machen können, aber naja, so ist das jetzt. Gut, jetzt haben wir erst das erste Cap rausgezogen. Das schicken wir jetzt einmal auf irgendeinen Char. Ich würde sagen, schicken wir das mal auf den Argus. Oder, ja, der hat 14. Dann schicken wir dem mal 9.980.000. Den Argus, oder? Das ist der richtige. Genau, dass wir den schon mal versorgt haben. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch raus haben. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das Gold, was ich aus dem Postkasten nehme, nicht im Chat auftaucht. Da haben wir wahrscheinlich jetzt irgendwas verkackt. Aber da müssen wir es uns halt hier so angucken, ne? Ein bisschen was ist noch drin. Ehrlich gesagt, der Char ist ein bisschen underwhelming hier, aber ne, wie ich schon erwähnt hatte, da habe ich einiges schon rausgenommen und dementsprechend ist da jetzt nicht mehr so viel drin. Und Stoff zieht ehrlich gesagt eh nicht so. Schmied ist so eine Sache, das war jetzt relativ teuer, da waren die Gewinnspannen nicht so hoch und Stoff ist irgendwie allgemein mies. Leder ist echt so das Beste, was du haben kannst. Und Juve ist auch top, ne? Also Juve ist auch super, wobei da teilweise die Herstellkosten auch schon sehr, sehr hoch sind. Ich habe es gemerkt, sowohl die Schattenstahlbarren, oder heißt das so? Irgendwie sowas heißt das auf jeden Fall, diese Schattenbahn auf jeden Fall. Die sind teilweise so hoch gegangen mit den Preisen. Also, da habe ich nicht genug vorgecraftet gehabt. Die haben teilweise verdreifacht die Preise, ne? Da musste ich die teilweise teuer kaufen, was ein bisschen geschmerzt hat, aber das bringt ja nichts, ne? Wenn du verkaufen willst, musst du da leider dranbleiben. Gut, dann haben wir jetzt hier nochmal 6 Millionen. Also, wir haben jetzt hier 16 Millionen mit dem Char rausgezogen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das viel oder wenig war. Müssen wir abwarten, wenn wir dann auf den Hunter switchen. Gut, ich bin jetzt noch ein bisschen weiter gelockt. Einmal auf dem Main-Account, auf dem Hexenmeister. Den hattet ihr, glaube ich, in dem Gold-Update noch nie gesehen. Mit dem bin ich auch ein paar Trash-Sachen am Verkaufen hier auf Lothar. Und zusätzlich, was ich auch verkauft habe, ich muss sagen, ich habe es vielleicht alle 5-6 Tage mal eingestellt, weil das jetzt nicht so der Hauptmarket war. Aber da ich mit dem am Anfang auch die Questreihe gemacht habe, um diese ja, Legendary-Materialien und das ganze Zeug herstellen zu können, habe ich zumindest
die Dings hergestellt. Hier die Craft-Sachen und zwar die 233er-Items. Ich habe nicht die Legendaries hergestellt, weil auf dem Server habe ich die Sachen nicht geskillt. Hätte ich machen können, aber da ich hier nur Schneider und VZ habe, lohnt sich das nicht. Das Problem ist nämlich, diese Items herzustellen mit Schneider alleine ist irrsinnig kostenintensiv. Seht ihr da, ein Legendary zu craften 35.000. Und ich glaube, im Moment ist es die Hälfte, wenn ich dieses Rudiment zum Beispiel mit einem Schmied oder mit einem Juwe herstellen würde. Und wenn man solche Legendary-Sachen craftet, dann hat man am besten immer zwei Berufe, die diese Legendary-Sense haben. Man kann nämlich mit einem Beruf die craften, mit einem anderen Beruf die benutzen. Also theoretisch, wenn ich jetzt Schneider und Schmied hätte, könnte ich sie mit dem Schmied craften und mit dem Schneider benutzen. Ich kann euch das zum Beispiel mal zeigen bei meinem Hunter. Der hat ja auch zwei Berufe. Und dann schauen wir einmal mal rein. Dasselbe Item zum Beispiel hier. Da ist es, glaube ich, bei Lederer und Juve ist nicht so ein großer Unterschied. Bei Schneider ist es ein sehr großer Unterschied. Zum Beispiel hier. Das Rudiment der Ewigkeit kann ich mit dem hier mit dem Lederer für 42.000 bauen. Ne? Wenn ich dasselbe Item baue, beim Juve, kostet mich nur 33.000. Und ich glaube, auf Blackmore mit meinem Schmied kann ich es für 20.000 oder so craften oder 25.000. Ne? Also das macht einen großen Unterschied. Deswegen macht es halt wenig Sinn, das mit einem Char zu craften, der nur einen Craft-Beruf hat. Das Ding ist, hier mit dem Char bin ich hauptsächlich am Rezepte sammeln und da werde ich den VZ nicht verlernen, schlichtweg, weil ich halt da teilweise irgendwelche Classic-Rezepte habe. Ne? Hier will ich auch nicht groß Gold machen, aber da ich das eh fürs Rezepte sammeln mir die Rezepte geholt habe, dachte ich mir zumindest die 233er Teile, da ist nämlich, hast du nämlich nicht sonderlich viel Miese beim Schneider, die kann ich mir holen und da habe ich ein bisschen was verkauft. Ne? Groß wird da jetzt nichts an Gold reinkommen, aber zumindest so ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir auch mal hier, was so drin ist. Also da haben wir halt auch wieder alles Mögliche an Materialien, wie bei dem einen Druid, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und zwischendrin immer so ein paar Schneidersachen. Wie gesagt, groß repostet habe ich hier ehrlich gesagt nicht. Und das sind auch nur die 233er Teile, ja. Das Schöne ist aber, ihr seht, hier sind die 233er Teile teilweise für 6.000, 7.000 Gold verkauft worden. Auf anderen Servern gehen die Dinger für 2.000 Gold maximal auf vollen Servern. Das ist der Vorteil an diesen Low-Pop-Servern. Da hast du theoretisch größere Gewinnspannen, auch für richtige Low-Items, aber du verkaufst halt wesentlich weniger. Ne? Da ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn ich es nur alle paar Tage mal wieder ins AH gestellt habe. So, was war da jetzt nochmal drin? Da waren jetzt auch nochmal, ja, 300.000. Ne? Also für den Aufwand, was ich hatte, ist es schon noch ganz okay. Gut, dann gucken wir jetzt da mal ran, wo das große Gold rausgekommen ist. Und zwar, ich habe es schon angekündigt, hier den Hunter, mit dem ich ja Schmied, Juwe und Lederer habe. Und ihr seht, hier sind einfach Verkäufe 1946. Und hier habe ich kein einziges Stück Gold rausgenommen. Im Gegensatz zum Monk, den wir uns vorher angeguckt hatten. Gut, ich würde sagen, mal schauen, was wir da an Goldcaps rausziehen. Ich würde sagen, Minimum ziehen wir hier 5 Goldcaps raus. Also im Minimum sind 50.000 Gold drin. Ich hoffe, dass sogar mehr drin sind. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob diesmal der Chat nicht rumbackt. Und das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir alles raus haben. Gucken wir mal, ob er es anzeigt. Ah doch, es klappt. Also ihr seht schon, das meiste, was hier drin sind höhere Beträge. Das sind die Legendaries, teilweise Rang, also die meisten Sachen sind Rang 7. Auch viele Rang 6 und 5 verkaufe ich komischerweise. Ich weiß zwar nicht, wer die kauft. Dann natürlich einige 233er Items sind es meistens die Sachen, die hier so für 2.000, 3.000 Gold drin sind. Viele Ringe tatsächlich, das wollen viele Leute haben. Was dann noch dabei ist, sind 262er normale Craft Items, ne, die ich teilweise, oder eigentlich fast alle, das kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen. Schieben wir das mal hier kurz rüber. Mit diesen Special-Materialien versehen habe, dann verkaufen sie sich nämlich besser. Ne? Du kannst ja hier diese Ringe mit zum Beispiel einem Upgrade-Item drauf basteln, dann sind sie 262 und dann kannst du nochmal so ein Special-Item drauf bauen. Und dann haben sie nochmal so einen Stat-Proc zum Beispiel. Also ich habe hier immer diese Kugel drauf gebaut, die kann ich als Juve auch selber herstellen und auch bei den anderen Sachen habe ich die Kugel immer drauf gehauen. Das scheint das Item zu sein, was am besten ist. Es gibt noch eins mit Secondary-Stats. Da hast du aber die Problematik, das geht glaube ich nur bei Mobs töten, das ist jetzt zum Beispiel im Raid oder in der Arena, bringt es das nicht, hier musst du nur so Kugeln einsammeln, kriegst du noch ein bisschen Main-Stats obendrauf, das ist eigentlich ganz nice. So, jetzt haben wir ein paar Sachen rausgenommen, wir sind schon am Gold-Cap, dann würde ich sagen, verschicken wir das mal. Ich muss jetzt mal clever vorgehen, dass ich dann nachher check, zu welchen Chars ich das rübergeschickt habe. Dann schicken wir jetzt einmal zum Altelara, hätte ich gesagt, als nächstes das Gold rüber.
Also, halt, warte mal, wie viel hat der? Nicht, dass ich es nicht rausnehmen kann. Gut, der hat fast gar nichts, der hat 300 Gold. 99800 machen wir hier mal. Gut. Also, den Charme müssen wir uns merken, dass ich danach nicht durcheinander komme mit dem Rausnehmen. Einmal Goldkip haben wir weggeschickt. Dann machen wir hier mal hier ein bisschen weiter. Ihr seht also hier, die meisten Legendaries, die ich jetzt verkauft habe, waren etwa so für 70k. Das war dann auch mein Minimum, was ich eingestellt habe, dass ich noch Plus mache. Und dann geht natürlich der 5% Aktionshaus-Cut nur weg und dann sind wir bei 66.000 irgendwas. Ne? Davor hatte ich teilweise nur Sachen höher hergestellt. Habt ihr gerade gesehen, da ist eins für 175 raus. Oft waren es tatsächlich die Kettenschuhe. Also ich weiß nicht, welche Klasse das genau braucht. Wahrscheinlich Shiny Hunter, irgendein Spec. Diese Kettenschuhe, ich habe die teilweise fast für 300k im Peak, diese dummen Kettenschuhe verkauft. Ne? Wo die Herstellkosten vielleicht auch, weiß ich nicht, 80k oder so waren. Also die haben mir die Leute echt aus den Händen gerissen. Da merkst du so, manche Items, die haben echt eine höhere Nachfrage. Ne? Ich vermute mal, ein paar Sachen werden auch so ein bisschen Ladenhüter gewesen sein. Das gleicht aber dann einfach so ein bisschen die Masse tatsächlich aus. So, wir sind schon wieder beim Goldcap, sehe ich gerade. Dann können wir das jetzt zum nächsten Char rüberschicken. Welchen nehmen wir jetzt? Nehmen wir den Boost Telar einmal. Der hat auch nochmal ein bisschen was über. Also, dann zweites Cap. Wo haben wir den? Boost Telar. Der kriegt dann halt, wie viel hat der an Gold, dass wir es rausnehmen können? 4, na gut, 4000 hat er noch. 999000. Gut, das müsste er dann rausnehmen können, ne? Dann machen wir weiter. Also zwei Goldcaps haben wir jetzt schon und 20 Millionen. Ich tue das mal so ein bisschen rüber, dass ihr vielleicht auch seht, wie das Gold hochgeht. Falls das von Interesse ist, machen wir das mal so. Naja, 1400 Dinge haben wir jetzt. Ne? Wir haben jetzt 500 Mace rausgenommen, das waren jetzt 20 Millionen. Mal gucken, was da noch kommt. Tendenziell sind die älteren Sachen mehr wert, weil natürlich immer bei den Peaks man das höher verkaufen konnte. Ne? Also ich glaube, so der erste Tag, wo die die Rang 7 Legendaries quasi craftbar waren, da gingen die für mit Abstand am meisten raus. Da habe ich auch tatsächlich einiges an Gold gemacht, indem ich im Handelschannel gepostet habe, dass ich die craften konnte und habe die auch direkt dann verkauft. Ne? Klar, das Gold ist dann schon dreimal jetzt wieder vercraftet, aber da habe ich auch einiges an Plus machen können. Wobei ich mich da auch ehrlich gesagt dann ein bisschen ärgern musste, weil manche Leute... Also ich habe es dann auch teilweise über Mats gecraftet, ne? Und die Leute, also das System ist ja jetzt nicht so kompliziert, ne? Aber die Leute blicken das mit den Mats nicht. Und ich habe dann immer keinen Bock gehabt, jedem Einzelnen die Mats rauszusuchen, sondern halt das Buch gepostet, aber das hat bei manchen überhaupt nicht geklappt. Also da habe ich schon teilweise ein bisschen eine Krise gehabt. Bin ich ganz froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. So, wir haben wieder Goldcap, dann schicken wir das zum nächsten. Dem Booster hatten wir es geschickt, wir können es dem... Dark Teli, können wir es als nächstes? Kriegt der nochmal einen Cap? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Das ist wahrscheinlich noch kein... Schade, ah ne, das ist der Level 11er. Ne, da schicke ich lieber nichts hin. Weiß nicht, ist das, ob das ein Testchar war? Warte mal, dann nehmen wir einen anderen. Dann nehmen wir den Doppeldeler. Doppeldeler, der kriegt auch nochmal... Wie viel hat der noch? Der hat noch 6000, also schicken wir 999000 rüber. So, das waren jetzt das dritte Cap, also 30 Millionen haben wir. Also ich denke mal, die 50 kriegen wir easy. Vielleicht eher, wir werden wahrscheinlich so bei 80 rauskommen, oder? Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Vielleicht 60, 70, 80, irgendwie sowas umdrehen. Gucken, was hinten noch an Gold drin ist. Jetzt sind die Beträge hier eher bei 80, 90 oben, ne? Also für die Legendaries... Wenn wir noch ein bisschen weiter hinten kommen, dann müssten die höheren Beträge noch kommen. Ich muss dann nachher nur nicht vergessen, auch nochmal zu gucken, dass wir quasi auf dem Main-Account diese 14 Millionen waren es ja, glaube ich, noch, die im Postkasten sind, ob ich die noch irgendwie über Alcoholic tracken kann. Dass es die mit angezeigt werden. Müssen wir mal gleich mal schauen. Ah, seht ihr, jetzt kommen die höheren Sachen, ne? Hier, das sind die Sachen alle über 100k. Da ziehen wir dann noch ein bisschen mehr raus. Ja, seht ihr, da 100, 100. Da fängt es dann an, ein bisschen höher noch zu werden. Teilweise habe ich, ja, seht ihr, 166. Ah, ja, da werden wir schon noch ein bisschen was rausziehen, hoffe ich. Ah, wir sind schon wieder am Cap. Gut, dann nächster Char. Drei Caps habe ich weggeschickt, dann ist das jetzt, glaube ich, das vierte, oder? Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Genau, so einem Telara haben wir es geschickt, zum Boost-Telar. Da
Doppel-Dealer. Genau, dann schicken wir jetzt zum Interstellar. Der hat noch 14 Millionen, dann muss ich jetzt ein bisschen weniger rüberschicken. Interstellar 99. Und dann machen wir hier 80000. Interstellar. Genau, da müssten wir eigentlich hinkommen. Gut, dann schauen wir weiter. Welchen nehmen wir denn als nächstes? Dann können wir den Hexer nehmen, ne? Menchion. Dem kann ich ein komplettes Cap rüberschicken. Der hat nämlich nur 700 Gold. Wieder, wenn wir jetzt hier runterscrollen, 140, 160. Also da waren dann teilweise hier 300k, seht ihr? Für 300k einfach ein Ding verkauft. Das meinte ich, 180, ne? Da gehen dann die größeren Beträge tatsächlich. Da haben wir dann noch ordentlich reingelatzt. Das war wahrscheinlich, als die Legendaries am Anfang rauskamen. Da hast du dann richtig Gold noch gemacht mit. Ja, das ist Cap schon wieder voll. Gut, das ist jetzt das fünfte Cap, ne? Also, das hatten wir gesagt, das wollten wir jetzt zum Hexer schicken, Mention. Also ich glaube, overall haben wir jetzt auf jeden Fall schon Plus gemacht. So. Dann schauen wir mal weiter, wie viel noch drin ist. Also ich denke mal, zwei Caps kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Also 50, 60, 70, ich denke mal 70 kriegen wir raus. Das müsste klappen. Da muss ich am Ende schauen, was wir dann overall plus gemacht haben. Also auf Blackmore haben wir ja auf jeden Fall das mehr als verdoppelt. Hier werden wir es natürlich nicht mehr als verdoppelt haben, weil wir einfach so einen riesen Goldbetrag an sich schon hatten. Aber 10, 20 Millionen plus werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, rausgezogen haben. Ihr seht, jetzt ich muss es heute auf jeden Fall aufmachen. Jetzt sind die Sachen laufen nämlich immer nach 30 Tagen ab. Ich mache ja immer 4 Wochen, sind nicht ganz 30 Tage, sind wir auf der sicheren Seite. Heute hatte ich schon ein bisschen Angst, weil mal wieder, also weiß ich nicht, irgendwie alle 2 Wochen ist auf Antonidas am Wochenende der Postkasten down. Ich weiß nicht, ob ihr es auf euren Servern schon hattet, aber dann sieht es einfach so aus. Du machst einen Postkasten auf und da ist einfach gar nichts drin, ne? Und ich weiß ja, dass ich da Mails in, weiß ich, im Wert von ein paar, mehreren 10 Millionen Gold hatte oder hab. Und dann ist einfach gar nichts drin. Das erste Mal, als das war, dachte ich mir, fuck, wurde ich gehackt? Was ist los? Warum ist mein ganzes Gold aus dem Postkasten raus? Bis ich dann gecheckt habe, nein, Postkasten ist buggy. Und das hat vor 2, 3 Monaten angefangen und es ist jetzt ständig, dass am Wochenende das down ist. Ich verstehe es nicht, ne? Wenn es 1, 2 Mal ist, dann sage ich so, okay, ist halt irgendwas schief gelaufen, solange das Gold dann nach einem halben Tag oder nach 1, 2 Tagen wieder da ist, ist ja okay. Aber das ist jetzt die, ich glaube, die letzten 10 Wochen war es 5 oder 6 Mal. Also 5 oder 6 Wochen war es dann am Wochenende der Postkasten down. Und das ist eine Frequenz, wo ich sage, das muss Blizzard einfach hinkriegen. Das ist nicht so eine einmalige Sache oder hin und her, sondern das ist ständig und das ist nervig. Vor allem, du kannst dann auch nichts mehr aus dem Auktionshaus reposten oder so. Du kannst dann nichts machen, wenn du im Auktionshaus unterwegs bist. Das ist saunervig. Gut, dann haben wir jetzt nochmal ein Cap. Wo hatte ich jetzt das letztes hingeschickt? Zum Hexer. Dann schicken wir das nächste zum Monkeys. Monkeys, der kriegt dann... Wie viel hat denn der noch? Der hat dann noch 9000. Also 1, 2, 3. Dann, ja, das müsste passen, ne? Das waren jetzt 60 Millionen, die ich weggeschickt habe, ne? Dass ich mir jetzt... Monkeys, ja. Dann hätte ich noch den Spartacus. Das wäre der nächste Charm. Also ich... Na, schauen wir mal, ob wir noch einen Cap rauskriegen. Das könnte jetzt knapp werden, weil am Anfang war auch viel Kleinzeug dabei. Ein viel Kleingedönse. Weiß ich gar nicht, ob wir noch einen Cap überhaupt zusammenkriegen. Schauen wir mal. Beim Plusbereich dürften wir auf jeden Fall sein. Da muss ich halt danach noch einen Haufen... hin und her gelockt Gedönse machen. Das werde ich dann aber euch ersparen und dann zeigen wir euch mal den Endbetrag. Hm, vielleicht kriegen wir doch noch einen Cap raus. Ah, 2 Millionen. Ah, naja, wird wahrscheinlich nichts mehr. Knäpplich. Also seht ihr, 4 Tage, da läuft es schon aus. Bei. Ich glaube, das ist doch nochmal über den Cap, ne? Kann ich vielleicht nochmal einen kleineren Betrag rüberschicken auf einen anderen Char. So.
So, 300k ist da jetzt noch drin. Dann würde ich sagen, schicke ich das dem Monk noch. Genau, das könnten wir eigentlich machen. Das dem Monk, nicht den, sondern den, halt, dem anderen. Eben noch 400k rüber. So. Also, dann haben wir jetzt quasi 60 Millionen weggeschickt, plus nochmal einen Cap hier und ein paar zerquetscht. Also haben wir jetzt 70 Millionen knapp aus dem Postkasten rausgezogen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Gut, dann werde ich jetzt ein bisschen rumloggen, mal das ganze Gold aus dem Postkasten nehmen und dann schauen wir mal, was wir am Ende wirklich insgesamt gemacht haben, beziehungsweise was wir da insgesamt für einen Gewinn haben. Warte, schauen wir nochmal. Ja, das haben wir alles rausgezogen. Perfekt. So, Dala, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, mein ganzes Gold zu verschieben. Ich habe euch das jetzt einmal erspart. Und ja, ihr seht, jetzt habe ich das ganze Gold einmal raus aus dem Postkasten genommen. Wir haben jetzt hier alleine auf dem Server Antonidas wieder 86 Millionen. Und overall auf dem zweiten Account sind wir jetzt bei 98,5, also 98.514.000. Tragen wir das mal ein, 98.514.000. Auf dem Main-Account habe ich jetzt schon 44 Millionen eingetragen. Und zwar setzt sich das daraus zusammen, wir haben auf dem Main-Account 30.475.000 und nochmal 14 Millionen, wie ihr seht, im Postkasten. Die kann ich nicht rausnehmen. Ich lasse die jetzt erstmal drin. Vielleicht finde ich noch irgendwie eine gute Idee über die Tage. Wie gesagt, ich habe halt hier leider Charcap und sonst so noch einen Test-Account und einen Test-Char und da will ich es ungern draufhauen. Nicht, dass es irgendwie verschwindet. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das mit dem Gold hier mache. Ne? Aber auf jeden Fall, die 14 Millionen plus die 30 müssten wir bei 44,4 sein. Und das habe ich auch schon eingetragen. Und zusammen kommen wir dann overall auf 142 Millionen, so rum. Und damit haben wir Plus gemacht. Wir hätten eigentlich Plus gemacht 40 Millionen, ne? 40,1 Millionen hätten wir Plus gemacht. Ich habe aber ein paar Ausgaben gehabt, also quasi Konsumausgaben, wie ich es so gerne betitel. Und zwar habe ich mir ein bisschen T-Mog-Stuff gekauft, beziehungsweise, ah ja, das war glaube ich T-Mog-Stuff und ein Haufen von diesen Gitterteilen. Ich hatte keinen Bock mehr, die zu farmen. Ich habe die ganzen anderen Sachen für diese Craft-Mounts und Craft-Pads zusammengefarmt. Und dann waren die Gitterteile am Ende noch über und ich dachte mir, ach, fuck off, ich bin rich, kein Bock, den Scheiß auch noch zu farmen. Ich kaufe den Scheiß, ich glaube 300.000 oder so habe ich dafür ausgegeben. Und dann nochmal ein bisschen was für T-Mog und auch einiges für Feasts, das sind unter anderem diese 60.000, um diesen Schimmer der Befriedigung zu kriegen. Ich habe bis jetzt eins, das zweite habe ich immer noch nicht. Ich bin jeden Tag x Feasts in Serra Mortis am raushauen. Das Ding will einfach nicht kommen. Aber ehrlich gesagt, zu dem, was ich jetzt 40 Millionen gemacht habe, sind es Peanuts, wenn wir ehrlich sind. Also war es eigentlich worth, da habe ich mir einiges an Zeit gespart. Und ja, genau. Dazu kommt übrigens auch noch ein Video, oder das ist schon gekommen, je nachdem, wann ich es raushaue, muss ich mal noch schauen. Das hatte ich auf jeden Fall mit aufgenommen. Gut. Nach den Konsumausgaben haben wir halt nur 39,5 Millionen quasi plus gemacht. Jetzt sind wir auf einem Stand von, wie gesagt, 42 Millionen. Haben ordentlichen Sprung gemacht, wie ihr hier seht. Ne? Also, und ja, jetzt geht es dann so langsam auf die 200 Millionen zu. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal so bei 100 Millionen mal lassen und werde mir wieder einiges kaufen, schätze ich mal. Einiges an T-Mog-Stuff und anderes. Da wird sich bestimmt wieder was finden lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Also ich hatte mit gerechnet, dass ich bestimmt so 20 Millionen plus mache. Ne? Damit hatte ich gerechnet. Aber dass wir dann fast 40 Millionen plus machen, ist natürlich schon richtig dicke. Wenn ihr jetzt seht, was wir die letzten Zyklen so gemacht haben, davor waren es gerade mal 6 Millionen. Gut, da hatten wir dann mal hier 14 Millionen minus gemacht, aber da hatte ich sehr viele Ausgaben. Das waren eigentlich 6 Millionen plus, eigentlich 10 Millionen, eigentlich 16. Da hatten wir mal 20 Millionen und da habe ich es jetzt anders getrackt gehabt tatsächlich. Und das ist, glaube ich, der höchste Betrag, den ich jetzt seit hier in der Expansion tatsächlich gemacht habe, ne? Innerhalb von einem 4-Wochen-Zyklus. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, damit sind wir mit dem kleinen Goldtagebuch durch.
Mich würde es mal interessieren, was ihr jetzt so in 9.2 bisher so an Gold gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja auch die Essenzen geflippt, da konnte man ja noch wesentlich mehr Gold machen. Ich habe es mir ja wie gesagt auch überlegt, aber habe dann die Finger von gelassen, weil ich mir da schon ein bisschen die Finger verbrannt habe mit so Flip-Sachen. Hätte ich es mal lieber gemacht, hätte ich bestimmt noch wesentlich mehr machen können, aber ich bin zufrieden. Und ja, dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder, wenn ihr Bock habt. Dann heißt es wieder Goldtagebuch und ja, dann sehen wir uns da wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.